Landtag und Rathaus hatten in Wiesbaden unter großem Medieninteresse den roten Teppich ausgerollt. Für den Besuch des ersten Manns im Staat, Bundespräsident Christian Wulff. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Herr Wulff da ist. Das ist doch mal ganz interessant. Hohen Politiker oder den ersten Mann des Staates kennenzulernen oder zu sehen. Wulff war kurz nach seiner Ankunft von einem Passanten mit Eiern beworfen worden. Wie sich herausstellte, hatte derselbe Mann bereits 2007 den damaligen Bundespräsidenten Köhler belästigt. Wulff ließ sich davon nicht beeindrucken und absolvierte wie geplant seinen Besuch bei Parlament und Ministerpräsident Bouvier. Offenkundig gibt es hier jemand in der Republik, in diesem Raum, der beim Bundespräsidenten kommt und irgendwie in die Medien kommt. Mir ist wichtig, dass ich als erstes beim Antrittsbesuch das Parlament besuche. Das ist hier die Herzkammer der Demokratie. Also ich habe ganz, ganz positive Eindrücke jetzt gewonnen im Parlament und bei der Bundesregierung. Und das wird so weitergehen bis heute Abend. Heute Abend werde ich einige hundert Bürger getroffen haben. Sie sehen ja, jeder hat ein anderes Anliegen. Und das ist das, was bleibt. Wulff suchte Kontakt zum Publikum, auch zu Teilnehmerinnen des parallel stattfindenden Girls' Day. Und wie war die Plenarsitzung? Wurde da vernünftig miteinander umgegangen oder haben die zu sehr geschimpft? Es war nicht so, wie ich es gedacht habe, weil es war nicht so viel los, wie ich gedacht hätte. Es war sozusagen ruhiger und alles sehr geordnet. Ja, das ist aber toll. So soll es doch sein. Das ist ganz ungewöhnlich. Normalerweise sind die Leute entsetzt, wenn da der eine ruft, der andere ruft. Das geht gar nicht geordnet. Anschließend trug sich der Bundespräsident im Rathaus ins Goldene Buch der Stadt ein. Volksnahen Eindruck. Ja. Muss ich sagen. Du, ich habe oben gestanden. Ganz sympathischen Eindruck. Ja.